Das Gewerkschaftskartell Basel-Land. Am Karfreitag, 18. April 1919, noch unter dem Eindruck des Generalstreiks im Jahr zuvor, gründeten 35 Delegierte das Gewerkschaftskartell an einer Versammlung im Restaurant Schlüssel in Liestal. Dem Aufruf in der Publikation Basler Vorwärts folgten 8 Sektionen, die über 1100 Mitglieder vertraten, darunter Salinen, Holz, Metall, Stein, Textil bis hin zu Lederarbeitern. Eine der großen Herausforderungen der Gründerjahre unter dem ersten Präsidenten Baumgartner war die finanzielle Situation. Eine sogenannte Staatssubvention in der Höhe von 2000 Schweizer Franken wurde zwar bewilligt und zusätzlich beteiligte sich auch die SP Basel-Land mit eigens dafür gesammelten 3200 Franken am Aufbau. Die Situation blieb allerdings äußerst angespannt. Vermeintlich derart angespannt, dass der erste Sekretär bereits im Juli 1920 aus sogenannten Gesundheitsrücksichten zurücktrat. In Tat und Wahrheit unterschlug der Sekretär allerdings bei seiner vorherigen Tätigkeit bei der Arbeiterunion Thun 1300 Franken, damals eine enorme Summe, was ihn für das Kartell von heute auf morgen untragbar machte. Der danach neu gewählte Sekretär zog sich laut den Protokollen nach Einsichtnahme in die Kassenverhältnisse wieder zurück. Ein weiterer Rückschlag auf der Suche nach stabilen Verhältnissen. Letztlich konnte im Oktober 1920 eine langfristige Lösung für das Sekretariat gefunden werden. Nach der Gründung des Gewerkschaftskartells kam es zu verschiedenen Richtungskämpfen. Es folgten Austritte einzelner Sektionen und die Besetzung des Vorstandes unterlag häufigen Wechseln. Am Ende setzte sich die rein gewerkschaftliche Sicht durch und überwand die parteipolitischen Gegensätze, schilderte Hugo Vögtlin, ehemaliger Präsident, die Situation rückblickend. Viele unterschiedliche Geschäfte prägten die Anfangsjahre des Kartells. Und der Einfluss bei der Regierung musste durch unzählige Eingaben im Landrat erwirkt werden. So brachte das Gewerkschaftskartell zum Beispiel zum Thema Notstandsarbeiten nicht weniger als 16 Eingaben in den Landrat. Und die Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Am Ende wurden durch Kanton und Bund für die Jahre 31 bis 37 über 6 Millionen Franken für Straßenbauten und Bachkorrekturen bewilligt. Ein weiteres drängendes Problem der damaligen Zeit war die steigende Arbeitslosigkeit. Basel-Land zählte damals neben dem Erzgebirge zu den Zentren der Posamenten- und Effektenherstellung, also der Arbeit mit Web-, Flecht- und Seilmaschinen. Das Kartell regte deshalb die Einführung einer Arbeitslosenhilfe an, welche am 5. Oktober 1930 auch vom Volk angenommen wurde. Als wichtige Unterstützung für die Mitglieder bot das Gewerkschaftskartell von Beginn weg Rechtshilfe an. Bis heute ist die Rechtsberatung eine der gefragtesten Dienstleistungen und für manch ein Mitglied und sogar zukünftigen Präsidenten der erste Berührungspunkt mit dem Gewerkschaftsbund. Also ich bin als Vertreter vom VBD dann in den Vorstand gewählt worden und so meine erste Aktivität jetzt als Mitglied vom Gewerkschaftsbund war, dass ich Rechtsberatung gemacht habe, vor allem in Sissach, in einem Restaurant, hat man Zeiten ausgeschrieben gehabt, und dann konnten Leute ohne Voranmeldung kommen und ihre Anliegen deponieren. Das war schon ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag vom Gewerkschaftsbund. Also für das hat der Kanton uns auch Subventionen gezahlt, dass wir unabhängig davon, ob jemand Mitglied ist oder nicht, hat können sich beraten können und gewisse Interessenvertretungen können in Anspruch nehmen. In den ersten 25 Jahren wurden über 19.000 Beratungen durchgeführt. An der Spitze der angefragten Probleme standen über 4.000 Fälle zu Dienstverträgen, gefolgt von 2.900 Fällen zur Unfallversicherung, 2.700 Fällen zur Arbeitslosenversicherung und weiteren 7.700 Fällen aus unterschiedlichen Bereichen, wie Erb-, Zivil- oder auch Steuerrecht. Die
Die schwere Krise in den 30er Jahren, aber auch die bei Unternehmern und Arbeiterorganisationen hohen Kosten für Arbeitskämpfe sowie die äußere Bedrohung durch den erstarkenden Faschismus in Deutschland und Italien ließen auf beiden Seiten die Einsicht wachsen, wirtschaftliche und politische Konflikte partnerschaftlich zu lösen. Ab Ende der 30er Jahre waren soziale Postulate daher kaum mehr umstritten und das Gewerkschaftskartell konnte verschiedene Gesetze wie die AHV, ein kantonales Ferien- und Ruhetagsgesetz oder ein Kinderzulagengesetz durchsetzen. Die Pneufabrik Firestone in Pratteln wird im Laufe des Jahres definitiv stillgelegt. Ab Mitte der 70er Jahre, als die Hochkonjunktur abflachte, erlebten wichtige Baselbieter Wirtschaftszweige wie die Textil-, Uhren- und Pneubranche erhebliche Verwerfungen. Das Wort Massenentlassungen fand Eingang in den Sprachgebrauch und man musste sich erstmals mit Managern aus dem Ausland auseinandersetzen, die Gesamtarbeitsverträge und Mitwirkungsrechte ignorierten. Insbesondere der Kampf um Firestone, der ersten Massenentlassung der Schweiz, hinterließ seine Spuren in der Arbeiterschaft. Also Firestone kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ganz große Krise von industriell-gewerblichen Arbeitsplätzen im Kanton Basel-Landschaft. Große Entlassungen. Und dort hat sich dann auch ein grosser Widerstand formiert, von der Linken, von der Poch damals, von der SP und dem Gewerkschaftsbund. Firestone ist eigentlich ein außerordentliches Ereignis. Auch für das damalige Gewerkschaftskartell gesehen, weil führend in solchen Auseinandersetzungen sind natürlich die eigentlichen Gewerkschaftsverbände, die Vertragspartner sind bei den Gesamtarbeitsverträgen. Ich war damals in der Poch und die Poch hat auch eine Betriebskommission gehabt und eine sehr aktive Betriebspolitik gemacht, was die Gewerkschaftsbund nicht immer gerne gesehen hat. Die 80er Jahre brachten einige Neuerungen mit sich. Rollschuhfahren und der Walkman waren der letzte Schrei. Orthopäden machten sich Sorgen um Haltungsschäden beim Tragen der neu aufgekommenen engen Jeans. Computer wurden unter die Leute gebracht und das Gewerkschaftskartell bekam nach rund 60 Jahren einen neuen Namen. Dänisch, wir sind so viel, ist modern. Die ganze andere Funktion hat in meinen Augen nicht viel. Da war er nun also, der Gewerkschaftsbund Basel-Land. Geschlossen. Hiobsbotschaft aus Berlin. Der Bahntechnikkonzern Adrans baut in der Schweiz über 700 Stellen ab. In Pratteln und Zürich-Oerlikon wird die Produktion eingestellt. Die Gewerkschaften sind entrüstet. An einer eilends einberufenen Medienkonferenz wollen sie nicht akzeptieren, dass man Betriebe schließt, die profitabel arbeiten. Also wir sind nicht bereit, diese Folgen widerstandslos entgegenzunehmen. Wir werden mobilisieren auf breiter Front. Beim Engagement, was darum gegangen ist, die Arbeitsplätze zu sichern, der Adrans, ist es auch ganz wichtig, dass wir als Gewerkschaftsbund den direkten Zugang zu der Regierung hatten. Kanton und Stadt Zürich wollen gemeinsam mit der Basler Regierung das Gespräch mit der Adrans-Leitung in Deutschland suchen. Die Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der Adrans, einfach so die ganz konkreten existenziellen Sorgen von diesen Leuten, die nicht gewusst haben, wie ihre berufliche Zukunft aussieht, die darauf angewiesen waren, dass sie ein gesichertes Einkommen haben, das ist für mich so direkteste und persönlich sehr
stark beschäftigt und prägt. Angestellte von der Verpackungsfirma Alpak Zrinach streiken seit heute Morgen, weil ihre Arbeitsbedingungen massiv verschlechtert werden sollen. Gestern ist der Streik eskaliert. Die Polizei hat auf Geheiss von der Baselbieter Justizdirektion eingegriffen und 29 Streikende für kurze Zeit verhaftet. Dass sich die Justizdirektion vom Kanton Basel-Land eigentlich hat einspannen lassen vom Arbeitgeber und der berechtigte Streik mit einer polizeilichen Räumung aufgelöst hat. Das Ohnmachtsgefühl, gegen das was es ausgelöst hat, gegen die Anordnung, einen legalen Streik zu räumen. Ja. Und das hat einen ganz starken Zorn und Ohnmacht ausgelöst. Das ist das erste Mal so richtig Angst, habe ich gehabt in meinem Leben, wo wir wegen der Alpak eine Demo gemacht haben im Städtli und in allen Seiten Gäsli und so die grossen Autos mit den Barracudas gestanden sind. Sie sind nicht nur vom Baselbietor. Und das hat die Stimmung anders aufgeheizt. Also, dort habe ich wirklich Angst gehabt, dass das ausartet. Die Polizei hat vorgesorgt, hat ein grosses Aufgebot hier abdetachiert. Also aus dem Kanton Aargau sind Polizisten hergekommen, aus der Stadt Bern etwa 60 Grenadiere. Und die haben auch die Baselbieter Polizisten unterstützt. Aber bis jetzt hat sich also die Befürchtung absolut nicht bewahrheitet. Die Situation war so verfahren, dass die Regierung zwei Vermittler eingesetzt hat. Einer davon ist der Regierungsrat Urs Wüterich. Dass die zerstrittenen Parteien nicht einmal im gleichen Raum gesessen sind, hat schon fast zu seinem Verhandlungskonzept gehört. Ich bin morgen um 17:30 zu den Streikenden. Um 19:30 ist das schon im Regionaljournal gekommen. Hat natürlich nicht für Begeisterung gesorgt bei den übrigen Regierungsmitgliedern, was ich da zu suchen habe. Und im Parlament hat es dann schon entrüstete Interpellationen gehagelt. Es war aber so, dass dann am Mittwoch habe ich dann in einer Nachtverhandlung mit Pendeldiplomatie, mit Hans-Ude Gysi, haben wir erreicht, dass morgen um 4 Uhr ist unterschrieben wurde. Die Leute können weiterarbeiten, es wird niemand entlassen. Sie sind bereit, weiterzuschlafen und es gibt eine GAV. Es ist natürlich eine unglaubliche Geschichte, dass man den Widerstand, der im Betrieb stattgefunden hat und die Gewerkschaftssekretärin und Sekretär praktisch in die Kiste steckt, also mit polizeilichen Massnahmen will unterbinden. Und ich denke, das muss ein einmaliges Ereignis sein in diesem Kanton. Am 27. März 2009, gut 5 Jahre nach dem Streik, wurden die Urteile gefällt. 4 der 22 Angeklagten wurden gänzlich freigesprochen, darunter Eva Chapuis, die damalige Präsidentin. Die anderen 18 Streikenden wurden wegen Nötigung und Hausfriedensbruch zu geringen Strafen verurteilt, die am Ende jedoch nicht vollzogen wurden, da das Verfahren aus Sicht des Gerichts verschleppt wurde. Trotzdem wird das Urteil bis heute als Skandal gewertet, da es das Grundrecht des Streiks in Frage stellt. Die letzten 15 Jahre waren geprägt von Initiativen und Referenden, die die Kräfte des Gewerkschaftsbundes herausforderten. Die Postinitiative, die AHV+, das flexible Rentenalter, das Spitalgesetz, der versuchte Rentenklau. Viele Initiativen zielten und zielen auf den Abbau des Sozialstaates und zeigen aufdringlich, wie nötig Solidarität weiterhin ist. Sparmaßnahmen. Sie werden immer noch auf dem Buckel von den Ärmeren gemacht. Es braucht einen Gewerkschaftsbund, der immer wieder in Erinnerung ruft, dass es eben um mehr geht als um Lohnverhandlungen und um Gesamtarbeitsverträge. Nämlich, dass es ja um Gewerkschaftsrecht geht, das man auf gesetzlicher Ebene muss verankern und sichern muss. Wir brauchen eine starke Gewerkschaft.
auch im Kanton Basel-Landschaft oder vor allem im Kanton Basel-Landschaft. Man ist nur mächtig, wenn man etwas kann veranlassen oder verhindern. Um diesen Ideen und Überzeugungen treu zu bleiben, organisiert und feiert der Gewerkschaftsbund Basel-Land alljährlich den 1. Mai als Tag der Verbundenheit und Solidarität. Also so das Eindrücklichste allgemein ist glaube ich, einfach jedes Jahr der 1. Mai, weil wir in Basel-Bied eigentlich einen relativ friedlichen 1. Mai haben und trotzdem sehr prominente Rednerinnen und Redner. Der 1. Mai im Kanton Basel-Landschaft ist ja speziell in dem, dass klar die Aufgabe vom Gewerkschaftsbund ist. Das ist der Gewerkschaftsbund, der quasi den Lead hat bei dieser Veranstaltung. Wir finden, der 1. Mai der gehört jetzt auf Liestl und ist eigentlich ein super Anlass, wo eigentlich die politische Linke von diesem Kanton sich dort präsentiert und manifestiert. Also der 1. Mai ist ein ganz wichtiger Tag. Da kommen einfach auch die Menschen zu Wort, die in der Wirtschaftspolitik praktisch nie zu Wort kommen. Oder wir haben ja keine Wirtschaftsdemokratie, nicht im Ansatz. Und es ist ganz wichtig, auch wenn man nur den Ursprung vom 1. Mai sieht, Frauen, die sich ihre Löhne erkämpft haben mit dem Streik. Und es ist zentral, dass im Basel-Land, das ist einfach etwas, wo ich vor allem auch der Elsbeth Josef muss sagen, immer sehr gepflegt worden ist. Gewerkschaften sind sehr präsent gewesen, immer am 1. Mai und sind sehr präsent. Und ich glaube, das haben wir sehr stark auch an der starken Gewerkschaftssekretärin zu verdanken. Ich grüße und gratuliere ganz herzlich zu 100 Jahren Gewerkschaftsbund Basel-Land. Das ist eine lange Geschichte, eine lange Tradition, wo ich besonders stolz darauf bin, dass ich die fortführen darf als Präsidentin des VPD Region Basel und auch als Nationalrätin. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam noch ganz lange für die Rechte der Arbeitnehmenden kämpfen können. In diesem Kanton ist das nämlich besonders nötig. Zuerst möchte ich herzlich gratulieren zum 100-jährigen Bestehen, zum 100-jährigen Geburtstag. Ich glaube, die Gewerkschaftsbewegung ist eine wichtige Bewegung. Ich selber habe das auch erlebt, wo wir in Basel-Bied Kinder- und Familienzulagen aufgetan haben, wo wir miteinander gut kooperiert haben, dass wir am Schluss im Parlament eine Erhöhung durchgebracht haben. Das bleibt mir in prägender Erinnerung von meiner Landratstätigkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und weiterhin gutes Gelingen für die gemeinsamen Anliegen. Auch von der Juso Basel-Land, herzliche Gratulation im Gewerkschaftsbund zu diesem Jubiläum. Wir freuen uns auf die weiteren Jahre von dieser Arbeit, von dieser wichtigen Arbeit für die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Wir wünschen euch gutes Gelingen, Hartnäckigkeit und freuen uns auf die gemeinsame Bewegung für Gerechtigkeit in dieser Welt. Einen Moment. Fehlt da nicht noch etwas? Richtig. Am 1. August 1996 fand der GBBL Elsbeth. Und Elsbeth den GBBL. Die Anstellung von der Elsbeth Josef, dann noch Sekretärin vom Gewerkschaftsbund, aber mit der klaren Perspektive, dass wir eine Geschäftsführerin brauchen, die auch inhaltliche Arbeit leistet. Ich habe das Gefühl gehabt, ich will jetzt mal unter die Leute mal etwas anderes machen. Und habe mich dann auf verschiedene Stellen beworben. Habe bevor ich mich beim Gewerkschaftsbund vorgestellt habe, habe ich mir geschafft. Eine Woche, aber das war es dann eben nicht gesehen. Und dann habe ich mich dort beworben. Und ja, von Glück gehabt vielleicht. Also vielleicht bin ich einfach diesen zwei gerade gut übergekommen. Und dann habe ich dann diese Stelle bekommen. Das hat sicher eine Rolle gespielt, dass sie quasi
Gewerkschaftserfahrung und die Überzeugung vom Elternhaus hat mitgebracht. Kontakt zu der Gewerkschaft an und für sich habe ich durch meinen Vater gehabt. Weil mein Vater war überzeugter Gewerkschafter und war sein Leben lang beim SMUF. Das hat man gespürt bei ihr. Sie hat sich aber nicht nur vorgestellt als jemand, der jetzt hier das Büro bewirtschaften und führen, sondern dass jemand da ist, der das aus tiefer Überzeugung und mit Begeisterung macht. Seit nunmehr 23 Jahren prägt Elsbeth den Gewerkschaftsbund Baselland. Die Elsbeth ist natürlich sehr eine prägende Figur vom Gewerkschaftsbund Baselland. Engagiert sie ist, sie hat Rückgrat und sie steht an. Sie ist auch kritisch und sie gibt alles für den Gewerkschaftsbund. Doch noch darf sie nicht weiterziehen. Gewisse Arbeiten wollen noch erledigt werden. Das Ablegen und Abgeben im Staatsarchiv, weil das müsste jetzt eben wieder sein, weil jetzt in der Zeit von der Vorbereitung für den Film und so, wo wir Recherchen gemacht haben, ist völlig klar gewesen, dass ohne so Ablagen und so geht es gar nicht. Und man sollte das wirklich ein bisschen konsequenter machen. Naja. Ein bisschen Zeit bleibt ja noch. Also schön locker bleiben.